Ohne Witz, ich sehe jetzt schon die Küche, ne? Ich drehe euch mal um, ey, haltet euch fest. Komplett alles noch eingerichtet. Hier unten vorne liegt sogar eine Patientenverfügung, ne? Was wahrscheinlich nach seinem Tod passiert oder so mit ihm oder mit dem Haus. Leute, jetzt stellt euch mal vor, mit dieser Patientenverfügung, die wir unten gefunden haben, dass die Kinder noch nicht volljährig waren und sich deshalb hier keiner sonst um das Haus weiter kümmert. Was hast du gefunden? Ich glaube, da ist Blut am Kissen. Ich bin mir nicht sicher. Also wir hoffen nicht, dass hier ein Verbrechen passiert ist. Natürlich nicht, aber... Weiß man auch nicht, ne? Vielleicht hier mal die Klamotten von der Frau gewesen. Vielleicht ist die Frau auch abgehauen. Das könnte auch sein. Das wäre auch möglich, weil der Kleiderschrank ist seltsamerweise leer und keine Frauenklamotten zu finden. Das stimmt. Aber ihr wisst, ich und Kühlschreck, ne? Links kleiner Fluss, der hier lang läuft. Ja. Und da ist das Schmuckstück. Können wir machen? Weiß ich nicht. Ich sehe gerade Leute da hinten, das rote Haus. So, da ist wieder ein Nachbar. Leute, was ich jetzt schon sehe, Geisterkrank. Perle. Geisterkrank. Perle. So, jetzt sind wir schon mal drin. Das Problem ist, ich brauche die Mädels. Beziehungsweise ich habe Kameralicht und einfach alles. Ich brauche eine Taschenlampe. Ausgerüstet mit Kameralicht und einem herzlich willkommen zum neuen Abenteuer. Ich bin auch dabei. Ina wieder am Start. Gute Klini Mini und die Flora. Richtige Perle hier, ne? Richtige Perle. Krass, ja. Was wir jetzt schon gesehen haben, ich habe noch nicht alles gesehen und dachte mir jetzt schon, wow. Das ist schon, also Leute, seid gespannt. Richtig geiles Teil. Hier durch den Keller sind wir hochgekommen. Hast du hier einmal den Eingangsbereich. Hier geht's zum kleines Badezimmer. Ja, da zieht euch das ein. Alles noch komplett eingerichtet. Hier hast du noch Shampoo, Kinderhustensaft. Also ich vermute mal, dass hier auch noch Kinder mitgelebt haben. Zahnpasta, Creme, alles noch da. Hier am Flur hängt noch so ein alter Strohhut und eine Hundeleine. Also vermuten wir mal, dass derjenige, der hier zum Schluss gelebt hat, definitiv Hunde hatte. Ohne Witz, ich sehe jetzt schon die Küche, ne? Ich drehe euch mal um, ey, haltet euch fest. Richtig krass. Richtig heftig. Komplett alles noch eingerichtet. Wie als wenn sie hier noch Mittag gegessen haben. Der Abwasch steht hier noch drin. Vielleicht wollten sie noch einen Kaffee machen. Hier noch so eine alte Stoffmaschine auf dem Tisch. Und die Brille. Jetzt auch das erste Indiz. April 2015 und Labor nüchtern. Also Vermutung liegt wieder nahe, dass die Person, naja, auf jeden Fall nicht mehr so gesund war, sondern regelmäßig wahrscheinlich zur Untersuchung musste. Und sich das halt alles in seinen kleinen Kalender eingetragen hat. Hier auch nochmal alle Tassen drin. Guckt euch das mal an, wie der Regalboden hier schon so ein bisschen durchhängt. Alles heile, alles noch drin. Was haben wir hier? Backpulver, Teesorten, wie man es kennt. Und da vermute ich mal wieder, dass, wie gesagt, hier ältere Personen gelebt haben, weil genau dasselbe hat meine Oma nämlich auch. Hier auch noch die ganzen Jacken, guten alten Lederjacken. Hi, hier sind wir von Eiern. Wieso? Weil der ganze Boden sich wölbt. Echt jetzt? Ja, aber nur der Boden. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich nur das Parkett oder Laminat, was da liegt. Ne? Ja. Alter, aber richtig krass. Rausgefunden, ne? Echt? Ey, hier unten vorne liegt sogar eine Patientenverfügung, ne? Was wahrscheinlich nach seinem Tod passiert oder so mit ihm oder mit dem Haus. 2012. Okay, aber keine Namen eingetragen, nichts, ne? Guck mal, da waren Namen, aber das ist irgendwie so Druckfehler oder so. Okay. Und hier sind auch so Sachen angehakt, ja. Betretungsmacht man in der Zeit minderjährigen Kinder steht unter dem Vorbehalt ihrer Volljährigkeit. Ja, so okay. Ein können die Kinder noch nicht gewesen sein. Nee. Doch nicht. Also ich hätte es auch, meine Vermutung lag, halt ein älteres Ehepaar hier. Aber gut, wenn die Kinder noch nicht volljährig waren, doch noch ja, nicht so alt. Das Haus, ja, weiß ich nicht, wie das dann ist, ob man das dann verkaufen kann, aber ärmlich. Keine Ahnung. Schwierig zu sagen, wirklich. Ja, definitiv. Zieht euch mal dieses geile Schachbrett rein. Das ist richtig wie so eine Fliese, ne? Quatsch. Das war auf jeden Fall ein Steinliebhaber, weil überall die ganzen Aschenbecher sind alle aus Stein, aus Maschinen. Also das... gehen auch überall welche rum. Mhm. Das ist, glaube ich, Quarz. Ich glaube, bin mir ne? nicht sicher. Das sollen Sie mal in die Kommentare schreiben. Ja, habt ihr gehört, Leute? Schreibt es mal unten in die Kommentare, was ihr vermutet, was das für ein Material ist. Also, Marmor. Wer war. Das war ein Osterei.
Reden aber nicht am Ostereier. Sind wir doch im falschen Haus gelandet. Das Heftige ist halt mal wieder, es ist wieder so ein Spot. Kein Vandalismus. Alles noch an Ort und Stelle. Da vermute ich mal, dass einfach mit der Zeit das Regalbrett rausgefallen ist. Das haben wir hier natürlich wieder verpixeln, Leute. Abfallgebührenbescheid von 2014. Stimmt und Pfeife. Hier auch nochmal. Guter ADAC-Atlas von 2003, 2004. Und hier drüben in der Ecke auch. Einfach mal so ein riesen Stapel an Büchern. Ich vermute mal, dass die schon von irgendwie von Familien vielleicht aussortiert wurden. Meinst du, dass sie die verkaufen wollten? Vielleicht. Kann sein, ne? Oder eine Bibliothek geben wollten? Möglich. Auf jeden Fall eine richtige, richtige Zeitkapsel wieder gefunden, Leute. Richtig krass. Kein Vandalismus, nix, ne? Überhaupt nichts. Nein. Guter alter Kamin. Ich kann mir das so richtig gemütlich hier vorstellen. Ihr sitzt hier auf dem Sofa, habt einen Kamin an. Da hinten läuft ja so ein kleiner Fluss lang. Und dann lässt du wirklich ganz gemütlich diesen Abend ausklingen hier im Wohnzimmer. Ich nehme mich jetzt erstmal ganz kurz mal mit runter in den Keller. Aber hier war, glaube ich, nichts mehr Besonderes. Alles komplett leer geräumt. Hier ist der Hauptwasseranschluss. Glaube ich, komplett leer. Steht noch die alte Heizung. Das ist ja auch gerade letzte Mal geprüft, 2006. Weil wir die ganzen Kalender ja schon verraten. Vermuten wir 2015 rum, wurde das Haus hier verlassen. Und seitdem steht es halt wirklich leer. Es ist komplett unberührt. Jetzt geht es hier noch eine Etage nach oben. Auch ganz cool aufgeteilt hier. Denn da wird das Badezimmer sein, so wie ich sehe. Da noch ein Zimmer, hier noch ein Zimmer. Hier rechts noch das Schlafzimmer. Dann geht sogar noch einmal oben auf den Dachboden. Gehst du erstmal hier vorne rein? Was hast du da schon wieder gefunden? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas schon wieder. Das ist. Fledermaus, oder? Das ist eine Fledermaus. Ich war mir gerade nicht sicher. Ja, aber hier auch schon wieder ein Indiz mit dem Hochstuhl. Wie unten ja halt auch schon vermute mit, den, mit der Vollmacht. Ja, dass die Kinder ja noch nicht volljährig sind. Also anscheinend vor Ort noch zuletzt hier kleine Kinder gelebt. Leute, jetzt stellt euch mal vor, mit dieser Patientenverfügung, die wir unten gefunden haben, dass die Kinder noch nicht volljährig waren. Hier mit diesem wirklich Baby-Hochstuhl, dass vielleicht die Kinder in jungen Jahren, die Eltern verstorben sind, der Vater vielleicht alleinerziehend war, die Mutter, wir wissen es nicht, und die dann auch wirklich ohne Eltern aufgewachsen sind, vielleicht auch ins Heim gekommen sind. Alles natürlich nur Vermutung, aber diese Vorstellung halt. Und wie gesagt, deswegen die Kinder halt auch noch minderjährig sind und sich deshalb hier keiner sonst um das Haus weiter kümmert. Diese Vorstellung, das ist einfach nur total traurig. Ich habe eine Tasse gefunden. Ja, okay. Tasse gefunden. Ja. Da werden seine Tassen angeguckt. Mhm. Michael. Oder es war der Sohn, das kann natürlich auch sein. Weil er muss auf jeden Fall auch einen Teenie-Sohn gehabt haben. Ne? Warst du da schon in dem Raum? Nee, ich war hier noch gar nicht in den anderen Zimmern. So. Hier drüben zum Beispiel, da muss ich noch rein mit euch, Leute. Da ist noch ein Schlafzimmer. Und hier drüben befindet sich, ja, ich brauche gleich mal die Taschenlampe wieder, nur das Badezimmer. Ich war da auch Silter, da war ich auch noch nicht. So, jetzt gehen wir erstmal hier in das Schlafzimmer. Ina hat die Taschenlampe. Was sagtest du? Das nächste Indiz, dass hier ein Kind gelebt haben könnte. Aber ich denke, das ist aus Ton gemacht worden. Von meinst dem du damals in der Schule? Ich denke. Ja, stimmt, stimmt. Solche, so ein Igel, solche Töpfe arbeiten oder Tonarbeiten, genau. Ja, kenne ich. Haben wir damals auch gemacht. Und weißt du, was ich noch seltsam finde? Was denn? Auf dieser Bettseite ist kein Bettlaken mehr drauf. Und auf der Seite schon. Stimmt. So wurde abgezogen, ne? Tatsache. Das ist nur die reine Matratze. Und da drüben ist noch bezogen. Was ich gesagt habe, dass vielleicht dann zum Schluss nur noch ein Elternteil, vielleicht der Michael, der Vater, alleinerziehend war, schwer krank war und dann verstorben ist, die Kinder minderjährig sind und sich deswegen auch keiner hier weiter um dieses Haus kümmert. Und wie gesagt, die Kinder vielleicht bei den Großeltern aufwachsen, wenn sie welche haben oder ins Heim gekommen sind. Was hast du gefunden? Ich glaube, da ist Blut am Kissen. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich da mal ein bisschen daneben? Man erkennt es. Tatsache. Hier, Leute, das sieht aus wie getrocknetes Blut. Also wir hoffen nicht, dass hier ein Verbrechen passiert ist. Natürlich nicht, aber... Weiß man auch nicht, ne? Kann natürlich alles sein. Aber gut, mit der Patientenverfügung denke ich mal schon, dass die Person wusste, okay, ich habe nicht mehr lange zu leben, deswegen halt diese Patientenverfügung aufgesetzt hat. Jetzt nochmal in die Schränke reingucken. Wow. Auch noch alles. Krass. Komplett voll. Und auch wieder Herrenklamotten. Alles nur Herrenklamotten, ne? Hemden, die Jacken. Kommen wir ganz kurz mal rüber. Nicht, dass wir hier irgendwie jetzt was Falsches da. Der ist leer. Vielleicht hier mal die Klamotten von der Frau gewesen. Vielleicht ist die Frau auch abgehauen. Das könnte auch sein. Das wäre auch möglich, weil der Kleiderschrank ist seltsamerweise leer und keine Frauenklamotten zu finden. Das stimmt. Und hier ist auch noch ein Schrank. Den kippen wir auf. Kriegst du auf? Okay. Das auch leer. Ist auch leer. Weißt du, was ich auch vermute? Vielleicht ist die Frau abgehauen, wo sie herausgefunden hat, dass ihr Mann, wir nennen ihn mal Michael, vielleicht schwer krank war. Wissen wir nicht, vielleicht ist sie auch mit den Kindern abgehauen.
auch möglich, dass sie, viele Vermutungen stellen. Dass sie die Kinder mitgenommen hat, der Michael schwer krank war und sie sich und den Kindern das nicht antun wollte und deswegen abgehauen ist. Hier hängen jetzt auch noch mal so ein paar alte Bilder. Ach nee, das sind gemalte. Na, ich dachte auch, das wären jetzt Familienbilder oder so, aber das sind alles gemalte Bilder. Aber hier siehst du halt auch schon wieder, dass die Zeit an dem Haus nagt. Und wie versprochen, Leute, haben wir hier noch mal die anderen Zimmer. Wir gehen jetzt erstmal rüber ins Badezimmer. Naja, das ist jetzt einmal farbtechnisch wieder so Geschmackssache. Einmal Spiegelaufnahme, Mahlzeit. Hier auch noch Handtücher, Blumen. Also da seht ihr es auch, ne? Blumen komplett verwelkt. Aber nichts behindertengerecht hier. Nee. Wieder die Vermutung, auf jeden Fall noch nicht so alt. Babythermometer. Stimmt, habe ich gar nicht drauf geachtet gerade. Aber du findest keine Babyklamotten? Nee. Nichts sonst, ne? Gar nichts. Rasierpinsel, alles nur eine Zahnbürste? Eine Zahnbürste, ja. Wenn hier noch mehr Personen gelebt haben, dann müssten hier eigentlich auch mehr Sachen sein, also mehr Zahnbürsten und all sowas. Definitiv. Und nicht nur eine. Mit dem Hochstuhl und Babythermometer, also hier haben definitiv kleine Kinder mitgelebt. Also dieses Haus wirft so viele Fragen auf. Das ist ein zweites Wohnzimmer. Also die Wand wurde auf jeden Fall nachträglich mit dem ganzen Holz. Ja, nochmal so eine Vertieflung dran gemacht, ne? Das ist einfach komplett zu bewuchert. Die Fenster sind zu, kratzen kommt alles rein. Heftig, ne? Ja, das ist wieder so der typische Spruch, die Natur holt sich alles wieder zurück. Einfach durchs Fenster durchgewachsen. Richtig krass. Jetzt gibt es hier noch ein zweites Schlafzimmer. Achtung, Fußboden. Fällt, ne? Das scheint mir ein Kinderzimmer gewesen zu sein. Oh, da war glaube ich Josef, oder? Ist das nicht die Maria oder sowas? Ich glaube, ne? Warte mal. Das könnte Maria und Josef sein, guck mal. Handmade in Bethlehem. Naja, klar. Kuscheltiere hinten in der Ecke. Das wird definitiv das Kinderzimmer gewesen sein. Ich gucke mal hier mal kurz im Schrank rein. Ja, hier, guck mal. Kinderklamotten. Die Ärzte hat er gerne gehört. Was haben wir hier noch drin? Ganz viele private Bilder. Guck ich hier drüben nochmal. Was haben wir hier noch? GTA 3. Ja, wer kennt's nicht? Definitiv Jungzimmer. Aber guck mal, das sind gar keine Menschen, gar keine Leute drauf. Hier ja, vielleicht. Noch Partybilder. Gut, Partybilder, aber sonst hat er viel Landschaft und so fotografiert, ja, glaube ich. Oder noch Fotograf, ja. Partybilder noch mehr. Weiß ich nicht. Ende. Ja, wie so ein Festival oder so. Was? Ja, klar, da war auch irgendein Festival. Irgendein Konzert. Die Ärzte, ne? Die Ärzte, ne? Oder? Könnte sein, ne? Kann sein. Auf jeden Fall großer Fan von den Ärzten wohl. Oh, da ist ein Hund. Da ist der Hund. Ja, der war auch bei Martina. Guck mal, das ist das Wohnzimmer. Da oben. Stimmt. Der Kamin, die Eisenbahn aufgebaut von Lego und der Hund. Aber diese Bilder, die ich hier habe, die schließen eher auf ein Kind hin. Auf einen Jungen, definitiv. Also auf einen Jungen? Definitiv. Aber auch auf ein Kind, weil Kinder fotografieren sowas. Ja. Meinst du, der hat das selbst fotografiert? 2000, glaube ich. Ja, nur zwei, ja. Ja. 2002, Entschuldigung. 2002. Hier sind so viele. Aber ich habe nicht ein Bild gefunden, wo er drauf war. Nee, ne? Guck mal auf der Rückseite, da nee, dreh mal das hier um. 2012. Matthias. Matthias. Also, dreh mal um. Ja, das war der Ort. 2005. Also, Vermutung. Meinst du, der Vater will da hin? Also, ich denke mal, Matthias wird der Sohn gewesen sein. Meinst du? Ja, Matthias wird der Sohn gewesen sein. Guck du mal, geh du mal weiter der Spurensuche. Wirklich viel, viel Geschichte hier. Traurige Geschichte, wie wir vermuten. Stimmt, hier gibt es ja noch. Alter! Ich breche. Boah. Aber ihr wisst, ich und Kühlschreck, ne? Alter, da stehen doch die Eier drin. So, Leute, hinter uns befindet sich das Sahnenstück. Wir sind soweit durch. Wenn ihr Bock habt auf noch so ein Schmuckstück, klickt mal da drauf. Checkt natürlich auch gerne den Kanal von dem guten Cleanie Mini ab. Verlinke ich euch hier oben einmal mal. Und in dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao.